Habe ich doch gefühlt keinen Einfluss drauf. Einmal mal tief durchatmen, anders geht das hier manchmal einfach nicht. Dazu muss ich schon gar nichts mehr sagen hier. Was haben wir denn da für Tabletts hinten? Das will ich gar nicht wissen wahrscheinlich. Guck mal hier, hier gab es nie richtig Stress. Hier ist alles perfekt. Hier gibt es auch immer Essen und so. Ohne Scheiß, ne? Hier gibt es immer Essen. Hier ist immer genug. Gönnt euch euer Spiegelei und eure Spinat. Das ist immer gar kein Problem. Perfekt. Das läuft hier wie 1A. Wo ist sogar noch was übrig? Zwei, hier Psychiater, Dusche, Spielraum, Gemeinschaftsraum, alles. Das ist ein kleiner Hof. Kann man übrigens mal als Hof ausweisen. So. Ganz entspannt für die. Das ist übrigens jetzt mal hier. Geh du mal bitte kurz hier hin. Da war doch irgendwie alles versperrt und ich sehe auch hier, der Abfluss ist kaputt. Schau dir das mal bitte kurz an. Interessiert mich. Ja, tatsächlich stehen da noch 1000 Sachen. Ich weiß jetzt nicht, warum. Jetzt wird's repariert, mal wieder. Ich frage mich, ob man das irgendwie wegwerfen. Kommt man noch dahinter? Ist das ja alles komplett verbuggt? Wäre nicht unmöglich. Ihr werdet immer weniger Leute hier, wisst ihr das? Weil die meisten alle in ihren Zellen hocken. So. Also groß können die Aufstände eigentlich gar nicht mehr werden, wenn ich ehrlich bin. Die meisten sollten alle eingefangen sein. Ja, direkt vorbei. Was erwartet ihr denn? Na gut, wie gesagt, das Symbol hier, da brauchen wir gar nicht mehr zu gucken irgendwie. Das ist, also da wird wahrscheinlich jemand demnächst ausbrechen, aber was soll ich denn dagegen machen, wenn ich die dreimal durchsucht habe jetzt hier schon die Zellenblöcke, oder zweimal halt. Wir können auf Tunnelsuche gleich mal gehen, generell. Aber ich glaube, da werden wir nicht viel finden, aber wir werden es mal tun. Am Abend. So. Guck mal, Fitness Center und sowas, guck mal, es sind doch erst, guck mal, ihr könnt alle Tischtennis spielen und sowas, weil so viele eingesperrt sind, könnt ihr richtig von profitieren jetzt. Ihr könnt hier, weiß nicht, sitzen, könnt Fernsehen gucken. Alles ist da. Minus 19.000, wie das immer in die Höhe schießt, ne? Obwohl wir kaum Häftlinge verlieren. Oh, wobei, es kommen wieder 39 dazu, vergiss es. Never mind. So. Hold up, hab das jetzt einfach abgebrochen. Oh, ich dachte, ich mache hier die Planung weg, einfach nur. Ja, da sind sie. Wurden jetzt doch nicht eingebaut. Und jetzt geht's auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann wirklich manchmal einfach nicht mehr. Jetzt ging's weg. Warum geht denn der Landeplatz jetzt hier nicht mehr? Weil es Straße ist? Ne, haben wir da unten auch gemacht. Dachte mir aber auch nicht, was das Problem ist, ne? Hier geht's. Ja, hier geht's an manchen Ecken. Hier geht's nicht wegen dem Baum. Da gibt's schon Sinn, aber hier auch hier geht's doch. Nee, hier geht's auch nicht wegen dem Baum. Ja, ja, ist schon klar. Vielleicht weil was im Weg liegt oder so. Vielleicht lassen wir erstmal alles da wegbringen. Wir schauen uns das gleich dann nochmal an. So. Wir werden es auf jeden Fall so langsam fertig und die nächsten Häftlinge kommen. Nächster Aufstand, yes! Wo denn? In den Duschen, der Klassiker, ja, ja. Sind übrigens schon die ersten Kranken. Wie gesagt, da kommt es irgendwann gar nicht mehr hinterher. Sechs Aufständische, auch die werden gleich alle eingesperrt. Kein Problem. Fünf Wachen verloren. Der Spiel ist jetzt wieder okay. Ja, 15.000 direkt wieder hochgestiegen. So, einmal runter bitte. Die Dusche ist ja auch im Stress. Danke. So, nächste Essens. Zeit. Eine Stunde schon dabei. Seht ihr hier Essen? Ich nicht. Das hat vorher besser funktioniert, als ich es nicht umgestellt habe, die Essenszeiten tatsächlich. Da haben die mehr Essen bekommen. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie eine Ahnung oder so habt, schreibt das richtig gerne in die Kommentare rein. Ich blicke hier nicht mehr durch. Weil guck mal, wir haben die Essenszeit gehabt. Und ne, wie gesagt, ich wiederhole mich da. Ich brauche es eigentlich nicht, jetzt nicht nochmal erwähnen. Und ich habe auch immer geguckt, dass die Arbeitszeit vor der Essenszeit ist. Das heißt, dass theoretisch die Häftlinge mit beim Essen machen helfen können. Und ja, ihr seht, jeder Herd ist fast belegt. Das heißt, Essen wird getan. Wir können es uns gerne nochmal 1 zu 1 anschauen. Wobei, weil ich will. Guck mal, und das sowieso, das sowieso.
Spülen werden gar nicht erst bedient hier. Deswegen haben wir auch so viele dreckige Tabletts hier rumliegen. Weil die Tabletts werden gar nicht erst sauber gemacht. Wird sich gar nicht die Mühe gemacht. Aber verstehe ich auch. Mittlerweile haben wir hier bestimmt 5000 Tabletts rumliegen. Da hätte ich auch keinen Bock mehr, die sauber zu machen. Bin ich ganz ehrlich. Warum nimmt der jetzt hier eine Lampe? Ah, das ist Müll, das er mitnimmt. Ja. Das sind ein paar Orangen auf dem Tablett. An eurer Stelle würde ich die Orangen vom Tablett essen. Weil da scheint nicht mehr viel zu kommen, Leute. Da kommt mal wieder einer mit Bacon. Einer. Wahrscheinlich ist der Bacon auch nicht mal voll. Und die erste Zeit ist vorbei. Ah, ernsthafte Beschwerden. Ja. Hungrig. Aber die, guck mal, der ist nicht hungrig. Haben sie doch alle Essen irgendwie bekommen? Aber es sind so wenig Tabletts hier auf den Tischen. Komisch. Kann man das mal irgendwo anhängen sehen besser? Gehen wir mal in den Informationen generell mal etwas detaillierter rein. Sämtlich in den letzten konfizierte Schmuggelware. Ja, ist erstmal egal. Informanten ist auch erstmal egal. Siedepunkte, Sicherheitsmenü. Ach du Heilige. Zugang einstellen. Oh, das sieht ja aber nach ein bisschen deep aus. So, dass man hier richtig in die Tiefe noch gehen kann, aber... Ah, es ist für Banden oder so, ne? Siedepunkt. Es gibt nur wenige Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Wenn es darum geht, unsere Gefangenen zufrieden und ruhig zu halten, wie zum Beispiel ihre Persönlichkeit oder die Anzahl ihrer Haftstrafen. Je wütender die einzelnen Gefangenen, desto höher die Temperatur im Gefängnis und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich daneben benehmen. Ach, Leute, ich dachte immer, das ist... Ich dachte, das ist immer so, wie warm das ist und wie gut beheizt die Zellen sind. Ach komm, das kann man bei allgemeiner Temperatur wohl denken. Aber es ist tatsächlich einfach tatsächlich, wie gerade die Stimmung ist. Aber das ist ja klar, dass die hoch ist. Das sehe ich auch hier oben. So, Bedürfnisse. Bedürfnisse. Momentan hast du 732 Häftlinge, deren Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Also eigentlich alle. Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu Räumen und Objekten haben, mit denen Sie interagieren können. Irgendwie. Aber welche genau? Warte mal, kann man reinzoomen und ich sehe nur, welche alle Bedürfnisse haben. Ja, das sind eigentlich fast jeder hier, also von daher. Statuseffekte, ja, Alkohol, Drogen, okay. Programme läuft richtig bescheiden. Ja, weil die halt keine Interesse haben, weil halt die Arbeitsmoral niedrig ist, sieht man ganz unten. Raumqualität sollte okay sein eigentlich. Ich frage mich, warum das komplett rot ist. Weil wir hätten das Ding wesentlich immer ein Stückchen kleiner machen können, die Zelle, und auch kein Waschbecken wie auch ein Bücherregal hätten wir gar nicht reinstellen müssen. Verstehe ich dementsprechend nicht so ganz. Aber dass die Zellenqualität jetzt hier keinem Luxushotel gleich ist, ja, denke ich, klar. Haben wir oft genug drüber geredet. Bedürfnisse sind hoch, das ist mir schon durchaus bewusst. Wir haben auch in gewisser Weise in manchen Dingen versucht dagegen zu halten. Gut, die Duschen wurden jetzt nicht viel größer. Ich ganz ehrlich, ja, ich merke, das sind Punkte, da hätte man nochmal rangehen können, wobei auch da der Platz mittlerweile ein bisschen knapp wird, weil man halt alles zugebaut hat. Hier habe ich jetzt nochmal eine Dusche eingefügt. Und nachher eigentlich auch nochmal machen. Aber bei da, wo ein Hof ist, auch hier kann man nochmal eine Dusche dann hinbauen. Oder hier. Na, finde ich eigentlich eine gute Idee. Hier zum Beispiel geht das gut. Aber so essenstechnisch verstehe ich gar nicht. Also da komme ich gar nicht so drauf klar, warum das so Probleme gibt. So, du such mal bitte. Geht wesentlich schneller, als wenn man eine Razzia macht. Wir werden sowieso am meisten jetzt erstmal Schnapstüten finden. Gehe ich von aus. Geht auch jetzt schon wieder hoch der Timer, aber ist richtig. 10, 11, ja. Man muss sich ab und zu jetzt mal darauf achten, ob hier irgendwo so dieses Schaufelsymbol erscheint wegen Tunnel. So, hier wird jetzt gar nicht mehr gebaut. Da kommt mal ein Arbeiter wieder hoch. Da haben wir was gefunden. Da ist es. Ist es der Tunnel? Nee, ist nicht. Das ist einer, der gerade angefangen wurde. Na gut. Der wird zugemacht. Ja, gut, 36 Schnapsüge. Wie gesagt, ich habe schon gedacht, dass das viele sind. Ansonsten wirst du in der Toilette nicht viel finden. Da hast du mal eine Spritze, da hast du ein Getränk, da hast du einen Kicker. Ja, das ist nicht dramatisch. Und die ersten Toiletten sind da. Ich glaube, ne, die dürften wir auch noch nicht angeschlossen haben, ne? Nope, Sir. Hier wird dann komplett Duschköpfe einmal kommen. Also das wird reichen von der Reichweite, aber das hier könnte Nappies werden. Machen wir mal so und ganz ehrlich, gehen von dort aus und versorgen alles. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir die Duschköpfe setzen. Weil hier für noch ein paar Wände.
So, Schaufelsymbol, das nächste. Da ist es. Da ist das Ding, was vorhin die ganze Zeit nicht gefunden worden ist, obwohl wir da gesucht haben in dem Zellentrakt. Das heißt, da wurde einfach nicht ordentlich gesucht. Vielleicht auch eine Auswirkung von dem verärgerten Personal, dass sie nicht ordentlich gucken. Ergibt ja Sinn. Machst du da auch deine Aufgabe nur so halbherzig? 63 Schnapstüten. Hör mir auf. Hat sich ja jetzt schon gelohnt. Ein großer Tunnel wurde entdeckt. Ausgebrochen wird also dann doch nicht. So, hier wird jetzt wieder Essen platziert. Guck mal, ich weiß, bei dem Thema sind wir jetzt schon wieder, aber es ist halt ein wichtiges Thema, ne? So, das ist für die hohe Sicherheit. Wann haben die Essen? Guck mal, wann die erst Essen haben. Essen wird jetzt schon aufgetischt? Oder liegt das noch daran, nach der letzten Essenszeit? Guck mal, jetzt kommen sie alle. Da, jetzt wird es wieder weggeworfen. Guck mal hier, auch hier, wie viele krank schon sind. Da, krank, da, 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 da. Ja, ist halt zu spät. Das ist jetzt so schnell. Aber das mit dem Essen macht mich noch ein bisschen kirre, muss ich gestehen. Zu Recht aber auch. Wo sind denn hier die dicken Fische? Das scheint übrigens denen da oben zu gehören. Ist mir recht, soll mir egal sein. Also ich keine Bestrafung. Okay. Wo sind hier die dicken Fische? 23, das muss ja dann der blaue sein, bestraft wird. Und da die Blauen hier oben anscheinend ihr Territorium haben, da ist er. Wird auch hier sein. Sehr schön. So, 206 sind ihren Zellen oder einzelhaft eingesperrt. Das ergibt Sinn. Hier sollte ich die Strafe auch doch echt auch um einiges noch höher setzen, einfach aus Prinzip. Das verstehe ich jetzt hier nicht. Wir haben einzelhaft ausgestellt. Glaube, das Spiel rafft selber gerade nicht mehr, was abgeht. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe einen kaputten Spielstand. Das würde mich auch mittlerweile nicht mehr wundern. Allein auch schon, wie die Köche reagieren, ist auch ganz merkwürdig. Weiß nicht, wahrscheinlich kann man das nicht resetten. Wurde auch immer noch nicht gebaut, obwohl das schon richtig lange im Auftrag ist. Hallo? So. Aklus ist auch nochmal noch da. Warum auch nicht? Geht los. Na, wo ist der Stress? Der ist schon der erste. Ja, der ersten sechs. Guck mal da. Sieben. Acht. Sind denn steigend? Ab 10 wird es ja, glaube ich, angezeigt. So, Essenszeit. Und natürlich ist kein Essen auf dem Tisch. Da hast du ein paar Eier gehabt. Ja, das Thema beschäftigt mich gerade, könnte man meinen. Weil die werden halt alle wieder mit leerem Magen. Aber guck mal, die haben alle keinen leeren Magen. Sehe ich das richtig? Guck mal, hier. Das ist. Nein, das ist alles. Alles ist erfüllt. Ja, gut, die rauslaufen haben wir sowieso fertig gegessen. Die müssen ja nicht mehr essen. Hungrig scheint echt kein Problem zu sein. Es scheint irgendwie zu funktionieren. Frag mich nicht wie. Ha. Das ist weird, aber es funktioniert anscheinend. Können gerne nochmal runtergucken. Nahrung. Hier, der hat schon gar nichts mehr an Essen. Ein paar Nahrung. Ja, ein paar. 17%. Also richtig. Das scheint irgendwie doch zu passen. Merkwürdig. Das ist echt merkwürdig. Das Ding ist übrigens wieder kaputt. Wir setzen jetzt wieder alles unter Wasser, ne? Ja. Oder auch alles nicht weggeräumt dort. Wir sollten gerne ein paar mehr Hausmeister einstellen, aber ich glaube, das reicht eigentlich, wenn ich early bin. Ups. Ganz oben gekommen. So, da sind die nächsten raus aus ihren Zellen. Nächster Herd, der sich entflammen kann. 170 haben ernsthafte Beschwerden. Das ist ja Hunger und so teilweise. Der wird jetzt ja so halb gestillt. Aber ernsthafte Beschwerden geht gerade wieder rapide nach oben. 183, 82. Sind wahrscheinlich jetzt die niedrige Sicherheitsstufe, die irgendwie wieder Hunger bekommt. Ist es nicht. Ein bisschen hilflos. So, ein paar neue Leute werden demnächst kommen. Ja, es wird 60 an der Zahl. Gut für unseren Cashflow, wenn ich ehrlich bin. So, die Arbeiter dafür, dass dann dieses Ding hier ganz schnell gebaut worden ist, geht das jetzt hier ziemlich mager voran. Wir machen mal wieder den. Vielleicht hilft das ja echt. Wenn wir priorisieren. Und wie sieht das hier aus? Hier wurde auch nicht mehr. Hier ist priorisiert, aber hier wird nichts mehr gemacht. Stabil, stabil. Tür wird auch einfach nicht mehr eingebaut. Alles klärchen.
So, da kommen ein paar jetzt nach oben. Jetzt gefühlt so eine kleine Armee aus Arbeitern habe ich jetzt hier. So werde ich das sehen. Alle nach oben, bitte. Dankeschön. Guck mal, so will ich das sehen. Machen wir das hier noch weg. Weg mit dem Baumstumpf. Wird auch direkt gemacht. So, jetzt geht ab. Okay, das wollte ich nicht sehen. In der Kantine. Sammelt euch mal bitte. Gut, die Krankenpfleger können jetzt nicht viel machen. Ich möchte halt einfach mal, dass sie es alleine schaffen, ohne dass ich immer die halbe Armee holen muss. Sehr schön. Genauso will ich das doch haben. Wunderbar. Hier gibt es jetzt wieder ein bisschen Stress. Kein Problem, geh mal rein da. Was noch weiter eskaliert. Sehr schön. Erinnert ihr euch noch an die Zeiten? Oh, sag mal, das ist ja ein fließender Übergang. Jetzt, ach hier. Da, wo kaum Wachen unterwegs sind. Die sind kaum Wachen. Ah, das sieht doch eher nach etwas aus, das jetzt eskaliert. Ja. Ah, das klingt schon... War das hier? Okay. Dann hol mal her. Die Leute mit der Knifte. Zack, zack. Let's go. Erste ist schon tot. Das ging leider schnell. Lass mal deine Mates nicht im Stich. Hier unten ist doch noch Party. Alter. Sind zwar nur noch 6 Aufständische, aber geht trotzdem gut ab. So, nächste Armee ist da. Hoch. Good job. Good, good job. Ich würde sagen, dann ist es mal an der Zeit. Guck mal, die Wände sind gebaut. Das hat man auch selten, so ein Erfreutnis. So, dann komm mal her. Nein, das war einer zu viel. Jetzt geht die Rede ab. So, schön gegen ihr über. Hier auch nochmal. So würde ich das haben. Abfluss. Wichtig, wichtig. Weißt du, ganz ehrlich, so oft wie das hier kaputt geht, machen wir da auch mal welche hin. So, auch nochmal bauen und dann jetzt auf jeden Fall einmal Water. Wichtig, wichtig. Dann gehen wir mal hier die große Kurve. Na komm. Schadet nicht. Aber alles mit Rohren einmal verlegen. So, aber auch hier wichtig. Das ist noch für niemanden zugänglich. Noch nicht. So. So meine ich natürlich. Habe ich ganz Schnieke aus. Na, guck mal, haben wir auch hier. Guck mal, also haben wir so ein paar Styles und so noch drin. Sieht vielleicht gar nicht so scheiße dann hier aus, ne? Hat doch eigentlich ein sehr schönes Örtchen dann sogar vielleicht hier. So eine Feuerresistenz-Laminat. Besser ist es wahrscheinlich. Das mal auch nochmal priorisieren. Das scheint ja irgendwie zu fruchten. So, hier haben wir einen Hof. Tribüne gibt es ja, glaube ich. Finde ich, glaube ich, hier ganz cool. So, ja, gerne, gerne. Vom Telefonzellen, wir sind mal nicht so. Wir können die abhören. So. Gerne ein Bäumchen. Bisschen grün, wisst ihr? Und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Aber ist schon für den Hof nicht schlecht. Sehr schön. Hier können wir auch schon mal anfangen, den Boten auf jeden Fall schon mal reinzusetzen. Na, die haben gerade viel zu tun, aber naja, ist ja alles auch wichtig. Hier wird auch nochmal der Rest gemacht. Die Lampen wurden auch nur so halb platziert, irgendwie so halbherzig. Das ist auch natürlich schade. Wurde irgendwie dann plötzlich die Hälfte nicht mehr gemacht. Und jetzt geht's, okay. War ein bisschen in Sorge, dass ich das irgendwie nochmal aufreißen muss, alles und so. Ne, so.
Bitte, danke. Machen wir mal so, besser ist es. Aber jetzt wird alles priorisiert, was direkt gebaut werden soll. Wobei wir meistens sowieso immer nur eine Baustelle zur Zeit haben. Gut, jetzt kriegen wir... Ah, guck mal, Cashflow geht wieder runter. So soll das doch sein. Sehr, sehr schön.